willkommen zurück zu einer neuen tödlich roten Folge. Days Gone, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die tödlich roten Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Oh Gott, wir sind hier in der Mine voller Freaks. Leute, ich brauche unbedingt ein paar Bewertungen als Unterstützung. Sonst packe ich das nicht. Sonst packe ich das nicht. Ich überlebe sonst Skizzo nicht. Nicht schießen, du Idiot! Er lockt immer mehr von den Viechern an. Skizzo. Alter, du machst mich fertig. Verdammt! Okay, okay. Du machst mich fertig, Alter. Skizzo nervt hart rum, oder? Können wir uns jetzt alle beruhigen? Bitte. Wir brauchen Ruhe, damit die Leute in Ruhe und Frieden bewerten können. Das überfordert doch die Menschen. Heiße Action direkt am Anfang. Alter. Was zum Teufel redest du denn da? Ich sage, pack deine scheiß Knarre weg. Irgendwie mögen die kein Licht, wenn sie da unten in ihrer Höhle sind. Jetzt noch die ganze Mine auf uns. Oh, steckst du fest. Oh, ich muss reparieren. Alles klar, besser so. Die mögen kein Licht, die Scheißviecher. Das war wohl der letzte. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja, ich bin bereit. Hier entlang. Wie hält das Brett an seinem Rücken? Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Ich meine, wie funktioniert das, ganz ehrlich? Willst du was Bestimmtes, Skizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels, sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzo. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Und wo ist jetzt das Brett hin? Er hat es wieder weggeworfen, weil er nur mit der Knarre arbeiten will. Skizzo ist ein Idiot. Leider kann niemand Skizzo helfen. Denn gegen Dummheit gibt es keine Heilung. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und es ist mir auch scheißegal. Hab ich Ripper getötet? Na klar, hab ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem? Denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Ugh.
das ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Ja, komm schon. Hey Mann, am Ende sind es irgendwie immer Plünderer. Okay, oft. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Dann beruhige ich sie. Ja, mach dir keine Sorgen. Hey Schwester, ich dachte, du wolltest... Aha, zeig sie ihnen! Easy, Alter. Genau, mach sie easy. Fertig. Ich mach sie fertig und du, Skizzo, du machst Skizzo-Kram. Was auch immer das ist. Vorwärts! Du glaubst, du bist am besten liegen? Jetzt looten, sonst bin ich wieder weg. Aus irgendeinem Grund. Danke. Danke. Oh, eine Rohrbombe. Skizzo, die lasse ich dir. Die gehört dir ganz alleine. Warum finde ich immer so viele Lappen? Die Welt besteht nur noch aus Lappen. Wie Skizzo. Ich glaube, das waren alle. Ja. Ja. Na los. Wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Es war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack, ist mir klar, aber... Viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Sie ist so und weich, Mike wie der vertraut Alte dir, verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Meiner wird es nicht sein. Hey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten, als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Das war so klar, oder? Was für ein schmieriger kleiner Homo. Skizzo ist eine Ratte. Ist eine richtige Ratte, aber es war klar, oder? Schaut ihn euch doch an, Mr. K-Fat. Ja, Skizzo, ich denk drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch? Keine Ahnung. Okay. Aber wir batschen Kinder weg. Sind Scheiße, wir wirklich so warum gut? Warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und... Macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef. Tja, vielleicht wird er wirklich weich, der alte Iron Mike. Was? Moment, was stand da eben gerade? Er seufzt sich tot? Oh, Lost Lake Kacke. Camp kommen. Lost Lake Camp kommen. Deacon St. John an Iron Mike. Deke, du und Skizzo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, Mike, wir haben ihn. Skizzo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut. Klasse.
Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Schizo, er, Hey, je, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike, aber er... Er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Schizo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Dick, wie gesagt, Schizo hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Ach, Mike. Scheiße, okay. Mach dir deinen Weg, Iron Mike. Wie immer. Dass er sich aber auch wirklich nichts sagen lässt. Oh, fuck, jetzt will er mich. Erst ignoriert er meine Kugeln, als wäre der fucking Iron Wolf. Und Bruder, jetzt kommt er. Naja, Dick. Hab noch gearbeitet. Musste stundenlang Eimer voll Scheiße schleppen. Oh, Scheiße. Gottverdammt, Schizo. Wem mach ich was vor? Mir fehlt es wirklich, da draußen zu sein. Was treibst du da? Jagst du Nero-Typen hinterher? Und verfolgst ihren Heli? Ja. Und? Schon rausgefunden, was mit Sarah passiert ist? Nein, noch nicht. Wie lange willst du dich von ihnen hinhalten lassen? Ist er nicht. Er kümmert sich drum. Das dauert halt. Setz nicht zu viel Hoffnung auf ihn. Mehr sage ich nicht dazu. Ende. Alter, der Wolf hat ein Kind gefressen, das kleine Rotkäppchen. Ich bin der Einzige, der hier Kinder töten darf. Ricky, hey, okay, ich komme. Dicken Ende. Gut, wir haben alles mitgenommen, oder? Was man hier oben haben möchte, haben kann. Oh, hier drüben ist ein Camp. Okay, wenn ich schon mal hier bin. Wird erledigt. Da ballern wir uns noch durch. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Heute möchte ich über Drogen sprechen. Oh, Drogen. Also, ich mach mir nicht viel raus. Sie waren recht träge, unzuverlässig und stumm. 1996 wurde die CIA beschuldigt, in Mittelamerika mit Kokain zu dealen. Sie haben damit die Massen kontrolliert. Und haben sich selbst ein Stück vom globalen Kuchen gesichert. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Und den guten amerikanischen Steuerzahler drogenabhängig zu machen. Sie brachten das Kokain mit dem Flugzeug aus Südamerika. What the fuck? Fässerweise. Machten uns abhängig, hielten uns zufrieden. Und hei, hielten uns unter dem Stuhl. Was sind das für Supermenschen? Weißt du was? Und oh, wie profitieren sie von... Das stimmt was nicht. Sie machten Millionen, um ihre Geheimoperation zu finanzieren. Mach ihn fertig! Ja. Was? Ja. Ja, hier ist jemand. Wo ist der eine hin? Wäre voll mies, wenn er mein Bike gestohlen hätte. Ja? Hast du schon mal einen Arm verloren, Cope? Ja, was hat das damit zu tun? Jetzt mal ganz im Ernst, Deek. Also der Spruch war jetzt irgendwie auch unnötig. Wir leben immerhin in der gleichen Welt. Nur weil er jetzt keinen Arm verloren hat, heißt das nicht, dass er irgendwie weniger hart oder so ist. Oder weniger mit dem Überleben zu kämpfen hat. Warum hacken alle auf Copeland rum? Ich kann es immer noch nicht verstehen. Vielleicht wiederhole ich mich, aber der Mann ist doch eigentlich in Ordnung. Ich mag Cope. Er leitet ja auch anscheinend ganz vernünftig sein Camp. Immerhin heult niemand rum und sagt, ist voll schlimm. Ich fühle mich wie ein Sklavenarbeiter. Nö, alle sind zufrieden und sagen, oh geil, Copeland da oben. Fisch. Gejagtes Zeug. Barbecue, schmeckt voll gut. Alright, Lady. Wo habe ich denn meinen Stein? Blendies? Sind hier unten? Gehört dir dazu? Hey. Ich will euch schnetzeln.
Na, er hat mich gesehen. Was sagt ihr dazu? Alter, ein Hieb mit so einem Ding zurück in die Fresse. Gefällt euch das? Und du bist erledigt. Was willst du dagegen auch machen? So, sind hier unten alle tot? Aber irgendwie muss ja hier noch ein Gebiet kommen. Wir sind vom Fortschritt her überhaupt nicht weit. Bei den meisten Sachen bin ich bei 30% oder drunter. Bei der Horde bin ich bei 13 oder sowas jetzt. Und ich habe schon 5 Horden oder 4 eliminiert. Und so groß ist die Karte ja nicht mehr. Also muss es irgendwann noch ein neues Gebiet geben. Sonst geht das hier mit den Prozenten irgendwie nicht so richtig auf. Der Biker hier dreht seine Runden. Alter, die haben sogar Dixie-Klos. Verwöhntes Sponsencamp. Wir scheißen in Löcher, ja? Da sind Männer! Was? Hä? Verstecken bringt dir gar nichts. What? Hey. Wo ist denn der Sniper? Oh, hier drüben. Alright, wir sind noch nicht durch. Sterilisierungsmittel. Good to know. Kann ich hier hoch? Ich finde immer nur Lappen. Na, wie ist die Apokalypse? Sehr lappenreich, wenn mich mal jemand fragen sollte. Sehr, sehr lappenreich. Jetzt hab ich dich. Jetzt scheint es zu werden. War's das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Ein Bunker. Ja, ich wette, die haben einen Bunker. Ja, yeah, ein Bunker, ja. Yeah. Ich muss ihn nur finden. Ich habe ihn schon gefunden, Scheiße, nachdem habe ich die Klappe gesehen. Der Spiker, ha? Na bitte. Deke, der Mann, die wütende Gerechtigkeit. Okay, hier unten lernen wir irgendwas Neues im Bunker. Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Das meine ich, 39%, was jetzt hier so Hinterhaltcamps angeht. 43, was die Freischaltung angeht. Was habe ich bekommen? Ein besserer Schläger. Ist der besser als meiner, den ich hier habe? Leider habe ich keinen Basie am Start. Ich nix habe einen Basie. Und hier können wir nur pennen gehen. Er säuft sich tot. Wer? Boozer? Dann passt wenigstens der Name. Boozy. Gibt es hier oben irgendwas Spannendes? Hier ist die Mühle, oder? Nee, die Mühle ist hier. Da oben gibt es noch einen Forschungspunkt. Gratis. Einfach so zum Mitnehmen. Naja, könnte auch eine Horde sein. Wissen wir ja noch nicht. Wäre nicht untypisch, dass da oben eine Horde ist. Schrott, jetzt habe ich auf einmal super viel Schrott. Die ganze Zeit habe ich keinen. Und jetzt habe ich super viel. Tja, so ist das eben. Immer dann, wenn du die Taschen voll hast, dann findest du Kram ohne Ende. Dann schwimmst du im Schrott. Was denn jetzt hier mit dem Biker? Der fährt hier irgendwie seine Runden. Kill. Steht am Van. Die, die, die. Gut, schauen wir mal ganz schnell, was hier oben noch ist.
Upgrade würde mir nämlich gut tun. Ich habe nur keine Ahnung, was ich nehme. Ach nö, da komme ich wieder irgendwie auf eine ganz komplizierte Art nur hin. Und da drüben ist ein riesiger Teddybär. Scheiße, wie komme ich da hin? Gräber. Okay. Kann man irgendwo hier hoch? Wow! Gott sei Dank fährt das Bike auch im Wasser. Scheiße, dass da vorne ein Bär ist. Der versaut mir so ein bisschen die Nummer. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, ich mache mir hier das Bike noch selbst kaputt. Wie komme ich da hoch? Ah, echt jetzt? Nee, oder? Ob ich den Sprung schaffe? Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen reparieren. Ich krieg das schon hin. So, 61%, das ist gut. Damit kann ich leben. Probieren wir es. Probieren wir es. Jetzt mach dich fertig. Mach das nicht, Alter. Mach das nicht. Peace, Bruder. Peace, okay? Und? Cowabunga, Bitch. Hier kommt auch nicht der Bär hoch, oder? Das wäre jetzt echt geil. Er klettert hier eiskalt nach oben. Jetzt bin ich hier, aber wie? Moment. Hier hoch? Ah. Hier rum. Und da wären wir. Noch ein Nero, Ricardo. Was ist hier passiert? Oh, noch ein Nero-Injektor. Gut. Ich nehme mal Ausdauer. Das haut rein, Alter. Ich habe mir irgendwelche Superdrogen reingeknüppelt. Und Tiere vom Himmel geholt, damit er nicht zurückkommt und alle kontaminiert. Meine Fresse. Nun, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für den alten Kies und den alten Deacon. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!